Hallo und willkommen zurück zu Kapitel 9 zum Grundkurs Funktionalanalysis. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, mitten in der Konstruktion von Inhalten. Wir hatten uns sozusagen als letzten Punkt angeschaut, was sind denn überhaupt so Beispiele für Inhalte und hatten da das System der beschränkten Quader MRN kennengelernt, ganz standardmäßig, und wir hatten so eine Produktkonstruktion zweier Maßräume kennengelernt. Und jetzt wollen wir ein bisschen weitergehen sozusagen und uns anschauen, was können wir denn damit machen? Also was leistet das, was wir uns bisher überlegt haben? Und jetzt wollen wir das sozusagen alles zusammenbündeln und uns Integrale definieren. Und für Integrale, da brauchen wir Treppenfunktionen. So. Genau. Das muss ich jetzt nur an den richtigen Stellen zusammenpuzzeln. Ich habe hier nämlich gerade irgendwie mehrere Versionen, einmal handschriftlich, einmal getecht, einmal falsch getecht, plus die Beweiszeilen. Also ich habe hier ein schönes Zettelchaos vor mir liegen. Das sollte aber letzten Endes kein größeres Problem sein. So, wir fangen einfach mal an mit der Definition 9.8. Wir wollen jetzt erstmal auf Treppenfunktionen raus, und wenn wir die Treppenfunktionen haben, dann nehmen wir uns ein elementares Integral vor. Also, Omega soll eine Menge sein und P soll irgendein Präring über Omega sein. Jo. Und jetzt können wir uns erstmal den Raum der Treppenfunktion definieren. Und das machen wir wie folgt. Ich möchte das eigentlich nicht großartig hinschreiben. Wir nennen ihn einfach T für Treppenfunktion. Das soll einfach sein, die Menge T, die abhängt von Omega und dem Präring, weil das sind die beiden Parameter sozusagen, ja, die da sinnvoll in Erscheinung treten. Und das ist einfach nichts anderes als der Spann, also die lineare Hülle, wenn man so möchte, aller Indikatorfunktionen von Mengen A im Präring. So. 9.6. Also 9.2 bis 9.5 waren die Beispiele, da habe ich sie nicht indiziert. Das ist der Raum der Treppenfunktionen. So. Ja, genau. Genau, diese charakteristische Funktion, die ist einfach 1, wenn das Argument, was ich übergebe, in A drin ist und 0 sonst. Das ist wie in dem Anhang A3 definiert. Da können wir uns jetzt auch mal kurz ein Beispiel geben, sozusagen einer Treppenfunktion, wie man das machen würde. Wir machen das natürlich ganz elementar auf den reellen Zahlen sozusagen, weil ansonsten hat man keine große Chance, sich das hinzumalen. Ja, ein bisschen schöner darf es schon. So, wir nehmen das einfach mal so hin. Und jetzt nehmen wir uns hier unten quasi mal so ein Präring-System in Anführungsstrichen vor. Wir machen das natürlich endlich. Und ansonsten bin ich hier noch ein bisschen länger am Zeichnen. So, das ist jetzt auch alles relativ freihändig. Das sind einfach unsere Mengen A1, A2, A3, A4, A5, wenn man so möchte. Und jetzt nehmen wir halt eine Treppenfunktion, und die soll halt einfach folgende Eigenschaften haben. Naja, auf dem Intervall soll sie halt einfach irgendwie hier A1 sein. Mit irgendeiner konstanten, mit irgendeinem konstanten Vorfaktor davor, ne? Also irgendwie C1 mal chi von A1. Warum ist das C1 erlaubt? Weil das hier ja der Spann ist. Das heißt, da sind auch Linearkombinationen drin. Was sie an den Rändern macht, ist tatsächlich relativ egal. Wir sagen jetzt einfach mal hier, der Rand gehört noch dazu und der Rand gehört nicht mehr dazu, und das wird hier irgendwie fortgesetzt. Dann haben wir so ein paar Probleme nicht, und dann geht das hier oben eben weiter mit irgendeiner anderen charakteristischen Funktion. Das ist jetzt C2 mal chi A2. Und das kann jetzt im Wesentlichen so ein bisschen hin und her hüpfen, wie es möchte. Insbesondere sollte man einmal auch erwähnt haben, es ist natürlich für die Funktion nicht verboten, dass sie mal einen kleinen Ausflug unter die x-Achse macht.
Ne, zumindest nicht, wenn wir hier halt die reellen Zahlen oder das System der beschränkten Quader über R, das sind dann gerade abgeschlossene Intervalle, zulassen. Dann ist natürlich hier ein Skalar vorzupacken aus dem Körper gesehen, ne, also aus R selber. Und dann könnte ich hier natürlich auch ohne Probleme eine negative Zahl vorklatschen. Das ist kein größeres Problem. Dann kann es aber natürlich genauso gut auch wieder springen. Das hier wäre also dann C5, hier 5. Und so weiter, natürlich nach rechts und nach links. Nur ich möchte jetzt halt nur einen endlichen Bildausschnitt zeichnen, sonst dauert das ein bisschen lang. Also das ist im Wesentlichen das, was wir uns unter einer Treppenfunktion vorstellen können. Und das kennt man unter Umständen aus der Analysis schon. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie ihr im Allgemeinen oder wie ihr in eurer speziellen Vorlesung irgendwann mal Integrale eingeführt habt. Das kann man ja über Untersummen machen. Über Riemann-Summen kann man das machen. Man kann es über, wie heißt das Ding? Regelfunktionen machen. Das ist der hässlichste Weg, meiner Meinung nach. Und man kann so ein Mittelding wählen. Man kann Treppenfunktionen nehmen, die gleichmäßig gegen die Funktion konvergieren und die Quader zählen. Das ist noch halb anschaulich, aber auch schon ziemlich abstrakt. Also ich würde es persönlich immer über die Riemann-Summen machen. Aber das ist, wie gesagt, im Wesentlichen Geschmackssache. Es kommt ja immer das gleiche Integral raus. Ja, genau. Also das können wir uns unter einer Treppenfunktion vorstellen. Jetzt darf ich hier nicht mit den Zetteln durcheinander kommen. Denn was jetzt kommt, das ist die Definition des elementaren Integrals. Und das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen uns eine Funktion phi. Das soll irgendwie eine Linearkombination sein. Gewisser Alpha j mal chi von aj. Also irgendwie so eine Treppenfunktion, dann mit Skalaren multipliziert, also irgendwo aus dem Raum der Treppenfunktion wieder, und dann davon noch eine Linearkombination gebildet. Das heißt, dieses Phi ist eine Treppenfunktion. Ja, das liegt also im Raum T. Für die AJs soll gelten, die sollen alle aus diesem System P kommen. Ist eigentlich schon klar, wenn ich sage, das soll in T liegen, dann müssen die ja daher herkommen. Und dann definieren wir uns das elementare Integral wie folgt. Wir nennen das I μ von dieser Funktion phi. Das definieren wir uns als formales Symbol, als das Integral über Omega phi d mü. Das ist nur formal zu lesen. Das hat nichts mit dem Riemann-Integral zu tun. Und das ist dann definitionsgemäß nichts anderes als die Summe j gleich 1 bis r über Alpha j mal mü von aj. Ja, und das liegt irgendwo in C, weil wir nämlich nur Körper k in R oder C zulassen wollen. Und das heißt elementares Integral. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, damit das auch irgendwie einen Sinn ergibt, das μ, das soll natürlich ein Inhalt sein. Und zwar ein Inhalt auf P. Denn das P ist ja nach Generalvoraussetzung hier oben, das haben wir uns zusammengestückelt als Präring. Das heißt, wir können über den Präring einen Inhalt betrachten. Dann definieren wir uns darüber das elementare Integral über Treppenfunktionen. Da kommt jetzt sofort eine kleine Folgerung zu. Die müssten wir auch beweisen, aber die Beweise sind echt alles Einzahler. Beziehungsweise man sieht es echt sofort ein. Der erste. Das ist eine ganz billige Geschichte. Wenn ich eine Treppenfunktion habe, dann ist natürlich auch der Betrag eine Treppenfunktion. So, und der Beweis steckt im Bild. Wenn ich hier von dem Betrag nehme, spiegel ich alles nach oben. Und das ist wieder eine Treppenfunktion. Das ist es. Mehr tun wir gar nicht. Ich hader gerade noch ein Momentchen damit, dass das Ganze hier unten aus C ist. Ich glaube, irgendwo sollte ich voraussetzen, dass Omega eine Teilmenge ist in K. Ist ein Präring von Omega, Präring auf Omega. Omega ist eine Teilmenge von R, dann wäre das von C, dann wäre das da unten zumindest konsistent. Wir ändern mal Folgendes. Wir machen hier aus dem C einen K. Das heißt, ich lasse das ein bisschen allgemein, weil wenn ich einen reellen Teil aufmache, dann ist natürlich auch das. Dann ist es nicht falsch, aber es ist ein bisschen oversized. Und wir sagen einfach mal ein Präring über Omega und Omega ist mal großzügig eine Teilmenge von K. Gibt das Sinn?
Nee, Omega braucht keine Teilmenge von K sein. Omega darf weiter beliebig bleiben. Weil das hier hinten ein Skalar rauskommt in K, das liegt ja daran, dass μ in 0 unendlich schießt. Und die Alpha-Js, die könnten aber halt irgendwo anders herkommen, deswegen sagen wir hier lieber mal K. So ist es dann konsistent. Das heißt, ich brauche hier nicht so besonders viel ändern. Aber das sollte man sicherheitshalber dann doch lieber so lassen. Gut. Ja, also wie gesagt, diese Folgerung 99 gilt aber trotzdem. Da bleibt nichts dran. Dieser Inhalt Iμ, der ist wohl definiert. Ja, das ist, braucht man auch nicht beweisen. Wir haben einen Präring gegeben. Präring hat die Zerlegungseigenschaft. Und wenn wir die Zerlegungseigenschaft haben, dann haben wir natürlich wohl definiert halt nach Definition der Zerlegungseigenschaft. Das ist also kein Problem. C ist ein bisschen spannender, nämlich dieses Iμ ist sogar stetige und positive Linearform. Ob es stetig ist, müsste man nachgucken. Und zwar dergestalt, dass Folgendes gilt. Wenn ich mir das Ganze mal abkürze und I gleich Iμ setze, dann ist das Ding eine Abbildung vom Raum der Treppenfunktionen über dem System P in die komplexen Zahlen bzw. in den Körper K. Besser gesagt, ne, das war ja das, was wir gerade geändert haben. Ich werde das aber nochmal auf Konsistenz prüfen nachher. Aber das Generelle ist ja klar, wenn ich hier so eine Linearform habe, dann möchte ich irgendwie einer Treppenfunktion so einen Inhalt zuordnen. Und der Inhalt sollte logischerweise irgendwie entweder reell oder komplexwertig sein. Das heißt, ich denke mal, hier mit dem K sind wir ganz gut unterwegs. Und jetzt gilt aber noch Folgendes, wenn ich den Betrag i von phi. I und Phi sind zwei tolle Buchstaben. I von Phi nehme, dann ist das kleiner gleich I vom Betrag von Phi. Ja, und zwar für Phi aus dem Raum der Treppenfunktion. Das heißt, das Ding erfüllt so eine Art Dreiecksungleichung. Das kann man sich vielleicht so ganz gut merken. Ja, und D, was auch noch gilt. Wenn wir m Teilmenge von Q haben, von nicht von Q, von Omega, Entschuldigung, m Teilmenge von Omega haben, dann gilt natürlich, dass die Indikatorfunktion von m genau dann in der Menge t drin ist, wenn m selbst sich irgendwie schreiben lässt als disjunkte endliche Vereinigung über p, also wenn m in R von p ist. Und das heißt, wenn wir jetzt definieren μr von m gleich das Integral über Omega chi m dem μ, also wieder in dieser formalen Schreibweise von oben, dann ist dies eine Fortsetzung von μ zu einem Inhalt auf der größeren Menge R von p. Und hier kommt das erste Mal so ein bisschen die Fortsetzung raus, auch wenn wir noch nicht wirklich mit dem Satz 8.4 argumentiert haben. Aber da steckt schon mal im Wesentlichen alles drin. Und dann schreibt man auch, ja, dass t eben nicht nur abhängig ist von p, sondern dass t abhängt von Omega und R von p. Das ist im Wesentlichen kanonisch. Ja, es ist eine etwas längliche Folgerung, aber da steckt eigentlich nicht viel Neues drin. Und jetzt werden wir was definieren, was wir eigentlich auf den ersten Blick schon definiert haben, was aber auf den zweiten Blick hier nicht allgemein genug war, und zwar nochmal den Träger. Das ist Definition 9.10. Und zwar, Omega nehmen wir uns eine beliebige Menge und f von Omega jetzt explizit wirklich nach c. Und dann heißt die Menge tr für Träger von f gleich alle t in Omega, sodass f von t ungleich 0 ist. Das heißt Träger von f. Flup. Das kriegt auch eine Nummer, nämlich 9.10. Da sind wieder lückenhafte Dinger drin, aber die Nummern stehen ja auch alle im Skript. So, warum heißt das TR und warum heißt das trotzdem Träger? Das ist ganz einfach. Und zwar löst das Bemerkung 9.11. Ist M metrischer Raum, so gilt,
Sub-F, also so wie er definiert war in Kapitel 6, ist das gleiche wie der Abschluss des Trägers von F, wie hier oben. Ja, wobei dieser Abschluss halt in M gebildet werden muss, sonst ist das alles sowieso null und nichtig. So, das ist sozusagen das Vorgeplänkel. Jetzt kommen wir dazu, wie können wir mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben, das elementare Integral fortsetzen auf einen größeren Raum. Und insbesondere soll der größere Raum sogar vollständig sein. So, also Idee, die wir jetzt haben sozusagen. 8.4, und daraus wollen wir haben, elementares Integral fortsetzen auf einen größeren und vollständigen. Vollständigen. Ja, Funktionenraum. Und dem geben wir den Namen geschwungen L1 von Omega, dem System P und μ. Das ist nicht ganz das gleiche wie in Kapitel 1 der geschwungenen L1, weil da hatten wir hier eine Sigma-Algebra stehen, aber wir geben ihm einfach das Symbol, denn er ist eng verwandt. Und jetzt definieren wir uns noch was zur Bequemlichkeit. Einfach damit wir es gleich ein bisschen schneller schreiben können. Wenn wir eine Menge f haben, f von c-wertigen Funktionen, also insbesondere sind da natürlich auch reell-wertige Funktionen drin, dann bezeichnen wir, nee, für eine Menge, bezeichnen wir. Ja, und jetzt definieren wir uns quasi alle Funktionen, die einen positiven Wertebereich haben. Das heißt, wir definieren f plus als die Menge aller Funktionen. Ja, mit Werten in 0 unendlich, Teilmenge R. Also mit positiven Funktionswerten. Das ist einfach nur der Bequemlichkeit halber, weil dann ist es ein bisschen kompakter geschrieben. So, jetzt ist das Problem, wenn wir diese Fortsetzung machen wollen, die wir jetzt da oben in der Idee formuliert haben, dann haben wir das Problem, dass wir die Vollständigkeit nicht garantieren können. Wenn wir allerdings eine Halbnorm entwickeln, die passt, dann können wir es garantieren. Und das tun wir jetzt. Und dafür werden wir so ein paar Begriffe bilden, die so ähnlich man vielleicht schon mal in der Analysis gesehen hat. Aber sie haben schon noch ein bisschen was Neues an sich. Und das macht die Definition 9.13. Und danach kommt der zweite Beweis dieses Kapitels und damit auch quasi der letzte Beweis dieses Kapitels. Ja. Entschuldigung. Zunächst mal Teil A. Wir nehmen uns eine Reihe positiver Treppenfunktionen. Wir nehmen uns Phi k aus t plus. Dann basteln wir die Summe über die Phi k. Und das Ding hier heißt eine μ-Majorante. μ-Majorante. Für eine Funktion f von Omega in die komplexen Zahlen. Falls zwei Bedingungen gelten, und das ist wichtig, dass man weiß, dass es zwei Bedingungen sind, weil es gibt genügend Beispiele, wo eine gilt, aber die andere nicht. Falls zum einen die Summe von k gleich 1 bis unendlich über die Integrale über die Phi k, falls das endlich ist, und zudem gilt, dass Betrag f von t kleiner gleich ist als die Summe k gleich 1 bis unendlich über die Phi k selber. Das heißt, hier steckt quasi die Majorante drin und das hier liefert das μ, wenn man so möchte, weil hier steckt ja das i μ drin, wenn man so möchte. Jetzt haben wir noch ein Problem in der Definition, denn die Reihe muss ja nicht immer konvergieren. Deshalb fordern wir diese Eigenschaft hier nur für alle t, für die die Reihe auch wirklich konvergiert.
Das ist ja eine Funktionenreihe hier, das heißt, es muss nicht für alle konvergieren, aber für diejenigen, wo wir Konvergenz haben, da muss die Bedingung gelten. So. Und die Zahl, die da steht, also das Phi hier, Summe k gleich 1 bis unendlich, i mü von Phi k, das heißt die μ-Obersumme. Von f. Insbesondere, weil das ein Inhalt ist, ist das hier immer größer gleich 0. So. Und jetzt schreiben wir noch Folgendes. Wir schreiben L, so ein geschwungenes L, gleich L von Omega, P und dem μ. Ja, für die Menge aller Funktionen. Aller Funktionen, die von Omega nach C schießen, ja, für die so eine μ-Majorante existiert. Das ist so der Grundgedanke. So, und jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, wie kriegen wir das zusammengebracht mit der Vollständigkeit des gewünschten Raumes L1. Ja. Dafür basteln wir uns jetzt eine Halbnorm, beziehungsweise ich sage, wie die Halbnorm aussieht, und wir zeigen als zweiten Beweis dieses Kapitels, dass das wirklich eine Halbnorm ist. Und das macht das Lemma 914, und nach dem Lemma 914 machen wir den K2. Und zwar, für eine Funktion f, die von Omega nach c geht und für die so eine μ-Majorante existiert, definiert folgender Ausdruck eine Halbnorm. Und zwar, der Ausdruck Norm f und μ, der geben wir jetzt wieder formal den Namen Omega, dann kriegt das Integral oben so ein Sternchen, Betrag f von t dμ. Und das ist einfach nichts anderes als das Infimum über alle μ-Obersummen. Beziehungsweise über alle μ-Majoranten. Ja, also hier stehen die μ-Obersummen über alle Phi Ks, die eine μ-Majorante bilden. So rum ist das vielleicht zu lesen. Ja, und das definiert eine Halbnorm. Die Halbnorm kriegt sogar in diesem speziellen Fall noch einen Namen, und zwar heißt die recht lapidar μ-Halbnorm. So, zum Begriff Halbnorm hatten wir in Kapitel 8 im Wesentlichen nochmal einen Reminder. Wir hatten das ja schon mal vorher irgendwann definiert. So, da bin ich wieder. Präzise zu dem Cut-Moment ist mir dann das Programm abgeschmiert und hat auch gemeint, ich lösche mal alle Notizen. Deswegen, wenn ihr nochmal quasi wissen wollt, was vorher auf der in Anführungsstrichen Tafel stand, dann guckt er entweder ins Skript oder ihr spult nochmal ganz kurz zurück. Ich kann es leider nicht wiederherstellen, weil das ist halt nicht gespeichert gewesen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Großenteils. Wir waren stehen geblieben mit Lemma 914. Das war diese Halbnormgeschichte. Jetzt muss man kurz zeigen, dass das eine Halbnorm ist. Das werden wir uns jetzt sparen. Was macht man? Man guckt sich einfach hier diese Majoranten an, also diese μ-Majoranten von f. Und was muss man letzten Endes zeigen? Man muss halt zeigen, dass diese Homogenität erhalten bleibt. Und was muss noch erhalten bleiben? Das muss erhalten bleiben, die Dreiecksungleichung. Die Dreiecksungleichung ist einigermaßen klar. Wenn ich von f plus g so eine μ-Majorante nehme, dann ist natürlich dadurch, dass ich die Norm von den ganzen Dingern bilde, das Ganze so positiv in Anführungsstrichen, dass wenn ich Norm f plus Norm g nehme, dass das nach oben schießen muss. Dann malt man sich zur Not mal ein Bild, dann sieht man, was man argumentieren muss, und dann schreibt man das hin. Ja, und das andere, was man zeigen muss, ist, dass diese Homogenität gilt. Und wenn ich natürlich alles mit dem Faktor Lambda skaliere, dann skaliere ich effektiv nichts anderes als um den Betrag von Lambda und dann die ursprüngliche Norm. Das ist auch ziemlich einfach ersichtlich. Gut, das wäre es für dieses Video. Und den Rest dieses Kapitels inklusive der angekündigten Konstruktion des Lebesgue-Maßes, die machen wir dann im dritten Teil. Ich bedanke mich damit für eure Aufmerksamkeit und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.